Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Avatarinnen und Avatare, es wird Zeit für meine Neujahrsrede, die ich auch in diesem Jahr nicht verabsäumen möchte. Wie einigen eventuell schon aufgefallen ist, ich habe da mal was vorbereitet. Ich hoffe, sogar Sie können das einigermaßen gut erkennen. Lord of Glencoe, Lord Burkhard Tom Hoof, M.A. Nachdem ja der Rechtsnachfolger des Fürsten zu Schaumburg-Lippe unserer Familie den Demerkur nicht mehr zugestanden hatte, musste ich doch tatsächlich sogar mit einer Umweltorganisation hier zusammenarbeiten und Ländereien quasi erwerben, um wieder einen standesgemäßen Titel führen zu können, nicht wahr? Da wir gerade von so unerfreulichen Dingen reden, wie Umwelt, ne? Im Jahre 2018 wird ja auch das Hartz IV schon wieder erhöht, nicht wahr? Schon wieder um bis zu 7 Euro. Bis zu 7 Euro. Das ist. Aber ich denke, der Adel und die Menschen, die es wirklich so etwas gebracht haben und hier etwas darstellen, brauchen hier keine Angst haben. Es gibt ja immerhin noch die Inflation und insofern als die Hartz-IV-Empfänger, die ja ohnehin jederzeit gekürzt werden können, um 30, 60, 100%, falls die dann auch noch Kindergeld erhalten, das wird natürlich angerechnet auf Hartz IV abgezogen, natürlich, das Geld muss ja da bleiben, wo es hingehört, nicht wahr? Ja. So, jetzt aber mal im Ernst, ne, und Schluss mit dem Quatsch, ne, wobei, das mit dem Hartz IV, das habt ihr dann schon mal mitbekommen, wieder eine unglaubliche Erhöhung, ne, unglaublich, im negativen Sinne, und die Entscheidung über die Sanktionen hat das Bundesverfassungsgericht verschoben, ne? Naja, eigentlich ja nicht, geht ja nur um Menschen, um Armut, um Hunger, ne? Da gibt es doch auch wichtige Dinge, ne? Ja. Übrigens, leider Gottes bleibt mein Buch dann aktuell, ne? Naja, das ist nach wie vor zu haben. Ich habe auch ein paar andere Bücher dieses Jahr unterwegs. Das Fongbuch, ein satirisches Buch, sehr gut gelaufen. 1 Euro, also quasi der komplette Gewinn, geht in eine wohltätige Gruppe, die alle möglichen anderen spendet. Von daher auch erfreulich, aber um sich gegen diesen
Um diese ethische Katastrophe wehren zu können, bleibt das Buch aktuell. Man muss es nicht kaufen. Wer es als E-Book haben möchte, ich verschenke das gern als PDF. Ich möchte jetzt nicht weiter auf Details eingehen. Zu mir persönlich. Einerseits zu viel, andererseits zu wenig. Die AfD hat leider dazu gewonnen, wenn wir Neuwahlen bekommen, werde ich wieder versuchen, diesen Anteil möglichst niedrig zu halten, weil es ist eine Schande für unser Land. Nationalisten, Rechtspopulisten und ähnliche Leute, die bringen Unheil und sonst nichts. Es ist nicht vernünftig, es ist nicht ökonomisch. Und es ist unethisch und inhuman. Ja, viel mehr habe ich eigentlich auch schon nicht zu sagen. Ich hoffe, ihr tut das Richtige. Ihr tut etwas Gutes. Ich biete Möglichkeiten dazu. Die 50-Cent-Gruppe. Und eine neue Gruppe, ZAS, zwischen allen Stühlen, zwischen allen Schubladen, meine Gruppen, gibt es in Facebook. Und in meinen Gruppen möchten wir was Positives erreichen. Und ich bedanke mich nochmal bei allen, die in der schon über ein Jahr existierenden 50-Cent-Gruppe aktiv sind. Wir haben schon etlichen guten Zwecken was spenden können. Und solche Sachen, die müssen wir weitermachen. Alle zusammen. Spenden 1 Euro mehr, lest ein Buch mehr und macht was Gutes draus. Alles Gute und see you.